Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bemenji Drive. Und ja, heute befinden wir uns mal wieder im Hauptmenü. Diesmal sogar bei Nacht, weil ich ein bisschen lang gewartet habe, bevor ich jetzt angefangen habe aufzunehmen. Und zwar haben wir jetzt eine neue Map, die erste von zwei Maps aus dem Pack. Nachdem wir jetzt natürlich alle Fahrzeuge außer den Cadillac, die wir später nochmal downloaden werden, läuft schon, abgearbeitet haben. Ja, gibt es heute, wie gesagt, die erste Map, wie immer nie getestet. Download-Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich habe dazu schon Videos gesehen und die sieht eigentlich ganz schön gut aus. Und da haben wir sie auch schon. Pikes Peak, Ported from Dirt 1. Also eine Dirt 1-Strecke. Ich glaube, die ist retexturiert, also neu texturiert worden und alles Mögliche. Ja, übrigens, falls ihr günstiges Spiel haben wollt, einfach mal unten in der Videobeschreibung auf den Link von G2A klicken. Wenn ihr da was innerhalb der nächsten 30 Tage nach einem Klick auf diesen Link kauft, kriege ich direkt sozusagen gut, ja, Guthaben auf dieser Seite und das hilft mir, die Let's Plays zu finanzieren. Und des Weiteren sind dann die Keys ziemlich günstig, so eigentlich so günstig wie nirgendwo. Deshalb würde ich euch empfehlen, da zu kaufen. Ich kaufe da selbst auch. Gut, so gut. Jetzt haben wir, glaube ich, warte schon eine Minute rum. So, ich hoffe, die lädt alles ohne Probleme und so weiter. Sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, die Map ist an sich auch relativ geil. So, wir spawnen auf jeden Fall schon mal scheiße. Egal. Wir werden als Fahrzeug, würde ich mal auch sagen, einen der neuen Wagen nehmen. Und da wäre ich mal so ganz spontan, eigentlich kein bisschen spontan, ich habe mir schon länger überlegt, für den, ich wüsste, wo er ist, da ist er, Zachary Capri, den Ford Zachary Capri. So, wir können ja mal hier hinten, ich guck mal kurz gucken, erstmal Handbremse bitte an, so, hier hinten endet es einfach, okay. Können wir jetzt hier kurz das Thumbnail gucken? Das sieht doch ganz geil aus. Muss ich mal sagen. 1,45. Okay, das ist, glaube ich, eine sehr lange Map. Okay, ja, da hinten geht die übrigens überall lang. Also wäre es, glaube ich, am schlauesten, die zu fahren. Beim Crash werden wir den Wagen dann einfach resetten. Und dann sozusagen wieder auf die Stelle setzen. Und ich hoffe, der fährt sich, der soll sich relativ gut fahren. Ich hoffe, das merkt man auch. Ja, es stört sich sogar. Ja, jetzt merkt man es also richtig. Es stört sich direkt. Und ganz gut. So. Mal sehen, wie schnell der. Ich hoffe, der ist schnell genug für diese Strecke, sodass auch eine Herausforderung wird. So, so. Wow. Okay, das ist irgendwie ganz kurz, diese Kamerasicht von ihm zu gucken. Aber, oh shit. Das Problem ist halt eben, dass man von da nicht viel sieht. So, haben wir nochmal gekriegt, die Kurve. Aber ich glaube, es ist ein bisschen beschädigt. So, schön in die Ecke. Wir nehmen jetzt auch mal nicht den schnellsten Wagen, einfach weil wir hier mal durch wollen. Oh, dem muss das Rift geil sein. Also einfach mal, weil wir so eine kleine Übersicht über die Map kriegen wollen. Oh, so ein bisschen durchfahren hier überall. Oh, aufpassen. Hier schön weit links halten, rein. Oh Gott. Oh shit, war ein kleiner Jump und jetzt kommen wir, glaube ich, bald in ein Wüstengebiet. Hier links fängt zumindest schon, ja, der Wüstensand, würde ich sagen mal, zumindest der Wüstensand ähnliches an. Und der Wagen, der handelt sich echt gut, muss man mal sagen. Ey, da hat man gerade sogar die Leuchte gesehen, die Schaltleuchte. So. Boah, der fährt sich perfekt auf sowas. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig für euch. Aber es geht mir jetzt hauptsächlich halt eben um die Map erstmal, um die so zu zeigen. Ich glaube ja, einmal mit dem Wagen durchzufahren, dauert irgendwie 9 Minuten. Also, mal sehen. Auf jeden Fall fährt er sich ziemlich angenehm. Ist halt eben eine Hochgeschwindigkeitsstrecke fast. So, oh, und da haben wir den ersten Dreher. Aber nach so einer Zeit ist das voll okay. Der Wagen fährt sich echt gut. Also auf der Gridmap fuhr er sich ja noch nicht so gut, einfach weil wir da noch nicht so schnell wurden, damit er wirklich die Bodenhaftung kriegen kann. Aber jetzt fährt er sich ganz geil. Boah, der schaltet ja nur hin und her, der Wagen. Ist ja schlimm, hast du gehört, wie er immer wieder immer wieder so ein Auf- und Abschalten. Kann man natürlich nicht viel Geschwindigkeit erreichen. Kann es denn, dass man bei Automatik mit diesem Wagen nicht wirklich schnell wird. So, schön eine Kurve. So, hier haben wir einen kleinen, schönen Blick nach links. In das Tal. Wow. Oh. Ah, shit. Oh. Hinten habe ich geflogen, aber wir können weiterfahren. Aber jetzt ohne Spoiler. Das dürfte es schwerer machen. Viel schwerer, weil der Spoiler war schon relativ groß. Ich denke mal, der hat viel ausgemacht. Und jetzt.
gerade hier der erste Crash. So, und jetzt würde ich sagen, fahren wir mit dem anderen Wagen weiter. Und zwar mit dem... Wo ist er? VW Polo. Oder kommen wir jetzt sind wir schon hier. Subaru Impreza 22B. Vortrex hat mir übrigens geschrieben, dass der so hart ist, weil... der ja ein Rallye-Wagen ist. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob der wirklich ein Rallye-Wagen ist. Weil er wirkt... Er wirkt nicht so. Okay, er hat einen Überrollbiegel und ist relativ getunt. Aber ich dachte, es wäre einfach nur ein getunterer Wagen, weil eigentlich haben Rallye-Wagen ja für gewöhnlich eine richtige Rallye-Lackierung. Okay, es gibt auch im BMG-Forum eine Mod für den Mod. Die hat eben eine, dann diese typische Subaru blau-goldene Lackierung macht. Passt ja auch zum Rest des Autos. Mit den goldenen, bronzenen Felgen. Oh, auf Pfosten steht ein Lenken, aber knapp. Hier rechts rein. Oh shit. Ein Hoch auf diese kleine Ausbuchtung rechts. Oh, ich bin ein bisschen aus der Motoransicht, wobei ich kann ich eigentlich mit BMG gar nicht mitfahren. So, hiermit kann man aber fahren. So, kann man eine schöne kleine Drift für uns Slow Motion. Okay, das ist nicht sonderlich spektakulär. Das ist ein schönes Gras, das sich da drin dauerhaft spiegelt. Obwohl hier nirgendwo Gras ist. So, aber der Wagen wird, glaube ich, schon mal ein bisschen schneller. Ja, bergauf schafft er das, was der andere gerade ausgemacht hat. So, ja, jetzt auf der Strecke reicht noch auch mal ein bisschen Speed. So, und da haben wir die Kurve zu schnell genommen. Und das ist natürlich nicht so nett. Ein Glück ist der Wagen ziemlich robust. Trifft das Wort, glaube ich, gut. Ja, jetzt soll er darauf aber nicht balancieren. Oh, richtige Taste finden, so. So, jetzt will ich aber mit VW weitermachen. Selber erstmal VW Polo R, WRC. Tarmac ging ja nicht, ne? Das musst du Gravel nehmen. So. Das Ding hat ja auch schon mehr Traktion, damit dürfte es interessanter werden. Wow. Ja, nicht mehr Traktion, ich meine mehr PS. Das Teil ist schneller. So. Wow. So, gegenlenken, gut. Haben wir vorne Beschädigung? Leicht. So, wie schnell sind wir? 125. Ja, das Ding ist viel schneller. Kriegen wir die Kurve? Oh, ja, gerade noch so, weil ich dann aufgehört habe, Gas zu geben. Tut mir leid, falls ich zu häufig die Kameraperspektive wechsle. Oh, shit. Wo geht da bitte schön das Licht an? Ach, da. So, und da knallen wir dann auf. So, kein besonders spektakulärer Crash. Aber unangenehm wäre es trotzdem gewesen, würde ich mal sagen. Sehen wir jetzt mal das Auto so. Ja, sieht doch schon relativ kaputt aus. So, dann hatten wir natürlich noch den. Wo haben wir ihn denn? 2006er Mitsubishi Lancer Evolution X. Dann nehmen wir aber die normale Version, weil die Gravel Version wollen wir hier natürlich nicht. Weil nicht schön viel ja, Grip haben. Und so macht man das auf jeden Fall nicht. Schon mal den Wagen gegengehauen. Perfekt. So. Ja, dann ist das auch der letzte Wagen für den Pack. Und falls wir jetzt nochmal crashen, nehmen wir irgendwas anderes, irgendwas Schnelles, würde ich sagen. Vielleicht, naja, White Body, das dürfte hier zu schnell sein. Aber mal sehen, wir haben ja schon ein paar nette Schnellwagen. So. Oh, das ignorieren wir mal. Das war jetzt nur ein kleines Dotzen. Und ich meine, man sieht den Crash auch kaum, den Schaden. Hier aus der Motorhaubenansicht sieht man es leicht. Ich denke mal, das interessiert niemanden wirklich. Genau, sieht man die Lichter von vorne eigentlich? Ja, ach genau, der war ja so. So, hier links wird es dann immer bergiger und immer, ja, sandiger, würde ich mal sagen. Hey, hier ist ja sogar was. Kleine Kontrollposten oder was? Sieht zumindest nicht. Oh, was habe ich denn da gesehen? Ach, das war alles nur Deko. Historic Glen Cove. Hier geht's nicht wirklich weit.
So. Oh, und da habe ich jetzt. War ich gar nicht darauf gefasst, wie schnell wir denn sind. Oh, und das hat uns dann doch. Okay, auch keinen großen Schaden zugefügt, aber dennoch richtig unangenehm. So, und jetzt noch einmal schnell irgendein Fahrzeug. Relativ schnell, ist aber nicht zu schnell. Covid Rally Idee. Turbo Edition. So. Okay. So. Hier bremsen. Nein, 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 zu knapp. Oh. Gerade noch so gerettet vor der Drehung. Hey, hier links sieht auch schön aus. Gleich hier, oder? Ja. Haben die Dirtmacher nicht so viel, also Codemasters nicht so viel. Ja. Oh, das war ein schöner Drift. Nicht so viel Arbeitskraft darauf verschwendet, hier alles schön und ordentlich zu machen. Oh. Wollen wir können noch fahren, oder? Oh, Mann. Oh. Out, 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 out. So gut, aus Zeitgründen beende ich auch die Folge heute wieder ein bisschen früher. Wir werden uns in der nächsten Folge, glaube ich, der nächsten Map widmen. Aber man kann sich hier gut merken, wo wir waren, falls wir hier wieder hinfliegen wollen. Ja, kann man sich ziemlich gut merken. Genau bei diesem Abhang an, beim Berg am Anfang. Ja gut, dann, wie gesagt, Download-Link ist unten in der Videobeschreibung und einfach mal auf den G2A-Link in der Beschreibung klicken, um günstige Keys zu kriegen. Ja, danke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen hat. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.